Der neue Bezirk ist fertig. Schauen wir uns den gleich mal an. Da haben nur 7 Leute was dagegen. Das immer welche, die was dagegen haben. Schon kleine Marktstände. Baumaterial liegt schon bereit. Zeit weiterlaufen lassen und gucken, was passiert. Dann stehen schon die ersten Gebäude. Industrie, Gewerbe, vielleicht mal empfehlen. Aluminiums 60-jährige Regentschaft als wertvollste Substanz der Welt war ruhmreich. Doch dann kam ein amerikanischer Chemiker und machte alles zunichte. Erhöhter Absatz, neues Unternehmen Uhrmacher. Und wir können den Bahnhof upgraden. Was kommt als nächstes? Ihr bringt Gesundheitsbonus, da haben wir eigentlich genug. Mit Spaß. Mit Spaß mache ich zu wenig. Die Vertretungsrechte gehört Sicherheit. Ich bin erstmal für die Vertretungsrechte. 2 neue Geschäftsfelder sind immer gut. Im Stadtteil geht's eigentlich recht gut. Dann kann man doch da nochmal Strom verteilen. Machen wir eine Eiselabstimmung draus. Geld ist genug da. Weil mal ein bisschen mehr gespart werden muss. Könnten hier noch das Upgrade machen. Brauchen wir 2 Sicherheit für 1 Million? Nein. Also brauchen wir auch kein Upgrade. Die Frage ist natürlich, ob das hier drauf auch Auswirkungen hat. Ob es nur Sicherheit wirklich bringt. Oder warte ich jetzt noch ein bisschen mit, weil erstmal muss das die Haushaltskasse wieder aufgefüllt werden. Ohne Probleme geht das durch. Das Geld geht in die Höhe. Hier könnte man fast sagen, noch mehr Gewerbegebiete. Wobei die steigen ja noch in Größen an. Nee, ist nur auf gering. Hier gibt es schon die ersten Probleme haben. Beim Industriebetriebe. Ja, ich sollte hier nochmal die Dichte ändern. Privatvermögen einsetzen, dann geht das ohne Problem durch. Zack, da wird's abgerissen. Hohe Sicherheit in Altstadt. Diebstähle und Überfälle kommen in Altstadt kaum vor. Die Bewohner schließen ihre Türen nie ab und fassen schnell Vertrauen. Sind sie vielleicht zu vertrauensselig? Nein, in Kaiserslautern soll es mehr solche Leute geben. Ja, jemand sollte ihnen sagen, dass sie vorsichtiger sein sollten. Zynisch? Naja, zynisch nicht. Prestige? Optimistisch. Ist doch gut. Geschäfte wachsen an. Ich habe keine Ahnung von Männerrechten oder Frauenrechten. Ich kenne nur Menschenrechte. Schönes Zitat. 2 neue, die beiden ging es mir, 2 neue Geschäftsfelder. Gericht brauche ich im Moment nicht, weil Sicherheit auf 10 ist. Und die Ehrenrechte und Abstimmung kann man irgendwann machen. Das ging aber echt schnell jetzt. Jetzt brauche ich die beiden Sachen. Das könnte zum Bevölkerungswachstum führen. Boah, schon mal einfach mal. Könnte auch schon mal gucken, was in Epoche 3 so alles geht.
Da gibt es nämlich den Automobiltransport. Kann man den nächsten Straßenbelag machen. Busnetz, sehr gut. Autohändler, Fährhafen-Upgrade. Da kann ich ja nicht die Gasinfrastruktur stilllegen. Das sollte dann das nächste sein. Spart nochmal erheblich Geld und Kältetechnik. Kühlschränke, Kläranlage. Physisches Umfeld. Brauche ich noch nicht unbedingt. Aber der Absatz verringert. Die Gesellschaft ist so komplex geworden, dass nicht nur die Elite gebildet sein sollte. Aber je mehr Bildung normale Menschen erhalten, desto mehr fordern sie ein Mitspracherecht bei alltäglichen Angelegenheiten. Vertretungsrechte sind heiß diskutiert und die Mitglieder der Stadtverwaltung versuchen, Fragen zu erahnen, die sich lieber eine Antwort zurechtlegen sollten. Abstimmungen sollten geheim sein. Frauen sollten was zu sagen haben. Um aufgeklärte Menschen sollten abstimmen. Nein. Es gibt noch ein persönliches Wachstum, das ist schon auf 10. Hier? Für welche Partei? Ich bin mal für geheim sein. Das geht durch. Da gibt es gleich das nächste Ereignis zu. Die Freien Demokraten kämpfen für die Einführung einer geheimen Abstimmung. Sie behaupten, dass nur dann faire und demokratische Wahlen möglich sind. Den habe ich doch gerade vorgelegt. Stimme ich jetzt zweimal über die gleiche Sache ab? Nun gut. Hier kann ich... Doch, da kann ich was empfehlen. Oberschule kann ich empfehlen. Einladung zum Parteitag. Kommunistische Partei schätzt mich und lädt mich zum Parteitag ein. Rede kann ich erhalten. War ausgezeichnete Rede und mit lautem Applaus von den Mitgliedern der Kommunistischen Partei Svarelias quittiert. Die mögen mich jetzt also. Gut. Sind die denn im Rat? Nein, noch nicht. Wahrscheinlich in der nächsten Epoche. Haben wir denn irgendwelche Probleme bisher? Zirken? Ja. Friesener und Osterfort. Und Billridge. Industriebezirke. Billridge sollte ich auf jeden Fall was tun. Straßenbahnlinie. 500.000. Na gut. Aber hilft nix. Mehr kann ich auch nicht machen. Gleich wieder was gebaut. Gesetz gegen Bodenverschmutzung. Boah, von mir aus. Aber da werde ich nicht groß drauf eingehen. Umweltschutz. Wird wohl abgeschlossen. Ist mir auch ziemlich egal. Zug wird verändert mit 2 Gegenstimmen. 3. 4 sogar. Das sind wohl die immer dagegen sind, weil sie mich nicht leiden können. Triesenau müssen wir auch was für tun. Straßenbahn ist eh kostenlos. Weiß es noch nicht mehr, müsst mal rausgehen. Kurz gucken, ob Triesenau so schlimm war. Ja. Ja gut, dann kriegen die beides. Straßenbahn und bessere Straßen, Steinstraßen. Dann eine andere Industriebezirk kriegt das dann auch gleich. Warum sind die Häuser so grün?
Sieht irgendwie lustig aus bei Nacht, diese grünen Häuser. Das geht durch. Gebäude steigen an. Können wir mal gucken in Rat und in Ordnung. Irgend der sozialen Mobilität brauche ich nicht. Persönliches Wachstum brauche ich auch nicht. Unterhaltsgesetz. Ist mehr Geld für pro Monat 15.000. Aber 30. Für jede Frau. Auf alle Bürgerinnen. Bürgerinnen habe ich denn? Kann ich das irgendwo sehen? Wie viele davon weiblich sind? Arbeiter, 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 Gesundheit. Ich kann nur gucken, zu welchen Schichten die gehören. Man sieht nicht, ob männlich oder weiblich. Wenn es knapp die Hälfte wäre, würde sich das dann lohnen? Eigentlich schon. Aber es wird dann ja immer besser, je mehr Einwohner hier wohnen. Kostet mich ja nur einmalig diese Nummer. Probieren wir das mal. Sonderfonds. Sieht gut aus, dass der durchkommt. Der Bezirk wächst und gedeiht immer noch hier. Ein Buchladen, neben einem Restaurant. Gas brauchen die hier noch. Was brauchen die jetzt wirklich? Na komm, geben wir denen auch das Gasnetz. 13.000 im Monat sind drin. Ach Mist, jetzt habe ich was vergessen. Heutzutage ist es für eine Katholikin legitim, einer Schwangerschaft zu entgehen, indem sie die Mathematik heranzieht. Physik und Chemie bleiben ihr allerdings nach wie vor verwehrt. Gut, dann können wir die nächste Forschung starten. Da bin ich für das Stromnetz, damit Gasinfrastruktur stillgelegt werden kann. Das spart eine Menge Geld. Schwimmbad wäre natürlich auch nett. Das sind gute Optionen, aber hier bin ich erstmal für Stromnetz. Das Unterhaltsgesetz gucken wir uns dann in der nächsten Folge an.